Hallo zusammen! Im täglichen Stress kann sich immer wieder Frust entwickeln, wenn andere Menschen nicht so reagieren, wie wir es gerne hätten. Doch jeder Mensch hat sein eigenes Päckchen zu tragen und meistens steht keine Böswilligkeit hinter Taten, die wir als schlecht empfinden. Es lohnt sich, die Menschen nicht auf den ersten Blick zu bewerten. Denn Vorurteile verhindern, dass wir neue Menschen kennenlernen und vielleicht einen Freund fürs Leben finden oder sorgen, wie im Fall der Kellnerin in dieser Geschichte, für unangenehme Situationen. Die Geschichte einer Bedienung, die sich in einem kleinen Jungen stark täuschte, ist etwas Besonderes. Eines Tages kam ein Junge in das Restaurant herein, der kaum älter als 10 Jahre sein konnte, und setzte sich an einen Tisch. Die Bedienung war zunächst genervt, als sie den Jungen sah. Schließlich würde er nur wenig bestellen und sie wertvolle Zeit kosten, die sie im überfüllten Restaurant gerne in andere Kunden investiert hätte. Die lange Schlange der Leute, die auf einen Tisch warteten, verbesserte die Stimmung der Kellnerin nicht unbedingt. Dennoch ging sie zu dem Tisch des kleinen Jungen, um seine Bestellung aufzunehmen. Doch zunächst wollte der Junge wissen, wie viel eine Eiscreme mit Schokosoße kosten würde. 50 Cent, sagte die Bedienung knapp und wartete auf die Bestellung. Doch der Junge zögerte. Er konnte sich die Eiscreme nicht leisten und bestellte stattdessen eine einzelne Eiscremekugel für 35 Cent. Die Bedienung nickte und warf dem Jungen einen letzten genervten Blick zu, bevor sie sich daran machte, die Mini-Bestellung ihres Kleinkunden zu verarbeiten. Bereits sehr genervt brachte die Bedienung dem Jungen seine Eiscreme, drückte ihm die Rechnung in die Hand und ging. Der Junge bedankte sich und genoss in Ruhe seine Eiscreme. Als er fertig gegessen hatte, verließ er das Restaurant und machte den Tisch frei für andere Kunden. Die Bedienung war darüber erfreut. Doch als sie den Tisch für die nächsten Kunden vorbereiten wollte, erstarrte sie. Der Junge, den sie nur wenig freundlich behandelte, hatte ihr zusätzlich zu den 35 Cent für die Eiscreme ein Trinkgeld von 15 Cent hinterlassen. Er hatte auf die größere Eiscreme verzichtet, um der Kellnerin ein Trinkgeld zu geben, obwohl diese zuvor alles andere als zuvorkommend und freundlich gewesen war. Unnötig zu erwähnen, dass die Bedienung sich sofort schuldig fühlte. Sie hatte den Jungen so schlecht behandelt und er hatte ihr dennoch ein Trinkgeld gegeben. Vollkommen aufgelöst entschied sie sich, dem Jungen bei seinem nächsten Besuch eine große Eiscreme zu spendieren und sich für ihr Verhalten zu entschuldigen. Die Moral von der Geschichte? Vorurteile sind niemals gut und wer immer das Beste in den Menschen sieht, wird in den meisten Fällen positiv überrascht sein. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.